Schneider wird heute das erste Mal den Freeway Cup gewinnen. Seid ihr bereit für das große Finale? Und auf geht's, das Finale ist eröffnet. Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln. Wie gesagt, einer von beiden wird diesen Freeway Cup erstmalig gewinnen. Die Fankurve der Kölner steht nach wie vor hier. Tapfer. BVB legt ja im Halbfinale einen Blitzstart hin. Führten schnell 2:0 gegen den VfB Stuttgart. Bauten das nochmal auf 3:1 aus. Dann das 3:3. Und im 9-Meter-Schießen verwandelten die Dortmunder beide 9 Meter sicher und Stuttgarter scheiterten vom Punkt. Köln besiegte Arminia Bielefeld in einem packenden, dramatischen Spiel mit 4:2. Wo letztendlich sich dann die höhere Qualität sich durchsetzte. So, jetzt auch BVB-Sprechchöre hier in der Halle. Zum ersten Mal am heutigen Tag. Ein rein nordrhein-westfälisches Finale, wo wir im Vorjahr noch sehr norddeutschland unterwegs waren. Mit dem Hamburger SV und dem SV Werder Bremen. Dortmund baut wie gewohnt im 2-2-System auf. Hat die beiden vorderen Spieler sehr tief stehen, um eine große Spielfläche zu ermöglichen. Das ist Etemi, einer der auffälligsten Spieler beim BVB. Sehr ballsicher, technisch stark, viele gute Abschlüsse. Das ist Lloyd Kofur, wieder Etemi. Eine sehr enge Ballführung, da sehen wir das wunderbar. Jetzt der tiefe Ball auf Pakia, wieder Etemi. Steil gespielt, die Kugel, kommt da nicht ganz ran. Vincent Friedsam, einer von zahlreichen Nationalspielern. Nehmen wir mal die Nationalspieler auf Abruf mit. Haben wir 10. 10 Nationalspieler in diesem Endspiel hier auf der Platte. Das hat es lange nicht gegeben. Also seit ich das Ding hier kommentiere, hat es das in der krassen Form definitiv noch nicht gegeben. Spricht für die hohe Qualität beider Mannschaften. Kölner gehen etwas favorisiert in dieses Spiel und treffen jetzt zum 1:0. Joshua Schwirten. Gerade gestern etwas stärker. Ein und gemacht. Schwirten. Doppelpack! Blitzstart Köln! Ja, da steht er! Und der Fischer, sein Dortmunder Kollegen nebenan, noch küsst einen mit. Viva Colonia in Lübbecke! Dritter Anlauf hier für die Kölner, dieses Endspiel zu gewinnen. 2001 mit Lukas Podolski, 2009 im Endspiel gestanden. Für die Dortmunder ist es die zweite Finalteilnahme. Klasse gespielt, Lloyd Kofur jetzt! Ja, und so ein Ball muss im Finale dann sitzen, gerade bei diesem Spielstand. Klasse gespielt da eigentlich, gut gesehen die Lücke. Ja, und Kofur da mit zu viel Rückenlage. Nagel das Ding aus kurzer Distanz weit übers Tor. Köln wieder mit dem fliegenden Keeper Friedsam. Da haben wir
die Kölner Fans, die oben auf sind. Die Stimmen halten. Schon den ganzen Sonntag. Tag begann mit einem 2-2 gegen Wolfsburg. Dann 3-2 Bremen besiegt. 5-4 im Nochmeterschießen gegen Hertha und dann das besagte 4-2 gegen Arminia Bielefeld. Hier Foulspiel, alles in Ordnung. Jetzt der Ball gewinnen. Das ist Kufu mit der nächsten Chance. Wahnsinn! Vincent Friedsam. Wir übertragen natürlich gleich auch noch die Siegerehrung. Die Ehrung des Torhüters des Turniers, des Topscorers des Turniers. Ich weiß noch nicht, wer es wird, aber bei den Torhütern hätte ich einen klaren Favoriten. Und der steht im Tor der Kölner. Und hat gerade die Riesenchance durch Lord Kufur entschärft. Allein mit Kufur könnte es hier schon 2-2 stehen. Aber noch 9 Minuten Zeit genug für die Dortmunder. Hier war der Druck jetzt auf den Torwart sehr hoch. Dementsprechend Überzahlsituation für die Kölner. Aber es war jetzt gut verteidigt von Kufur. Jetzt haben sie es gemeinschaftlich hinbekommen. So, das muss jetzt schnell gehen. Da muss er den Ball rüberkriegen. Hat sich entschuldigt, hat er nicht technisch nicht so gut hinbekommen. Und die Kölner haben natürlich etwas mehr Zeit jetzt bei einer 2-0-Führung im Rücken. So, jetzt hier Timi mit dem Solo. Wer gewinnt, ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Schön wäre, wenn entspannt bliebe hier bis zum Schluss. Das war die Dramatik einfach. Rüber retten bis in die Endphase. Und dafür wäre jetzt ein Anschlusstor der Dortmunder. Sehr gut, aber Leon Klusmann hier mit dem Ballverlust. Entschärft das aber ganz entspannt. Das ist Tim Böhmer. Ja, wahre Packei. Noch kein Faktor hier in diesem Spiel. Gut zugestellt. Das ist wieder Kufur. Den lassen sie munter drauf schießen. Mit einem Ergebnis der Spielbeobachtung hier, der Kölner. Das war der nächste Versuch. Oh, den Abpraller. Da sind sie nicht einig. Und der Ball geht wieder rüber, weil wieder Vincent Friedsam sich in den Weg stellt. Dortmunder lassen zu viel liegen hier in diesem Finale. Nächste hundertprozentige und die können es nicht mehr mit ansehen. Zum Verzweifeln hier aus Dortmunder Sicht. Dritte hochkarätige Möglichkeit. Ja, auf den Torwart. Und Friedsam noch ein bisschen aus dem Spiel nehmen. Kommt dadurch natürlich immer in Unterzahlsituationen auf dem Feld. Es ist dann für Köln an 5 gegen 4. Das war gut gemacht von Pakia, aber der Ball knapp Tor vorbei. Oh, da steht der Doppeltorschütze sträflich frei. Jetzt kam Etemi gerade noch dahin, um die Situation zu entschärfen. Ballbesitz wieder. Für den ersten FC Köln fast die nächste große Möglichkeit. Klasse jetzt mit der Hacke abgelegt und wieder Friedsam. Überragend der Nationalkeeper. Sehen wir hier nochmal die Ablage und zack, wieder große körperliche Präsenz. Bleibt immer lange oben und schärft damit viele Bälle. Extrem ehrgeizig. Ist ja auch ein Motor der Kölner,
in Sachen Mentalität. Immer wieder zurückzukommen. Nächster Ball hier. Also die Dortmunder sind keine zwei Tore schlechter. Die Dortmunder nutzen einfach ihre Chance nicht. 5,5 Minuten noch auf der Uhr. Noch ist es spannend. Wenn das 3-0 fällt, wäre die Messe hier gelesen. Da bin ich mir sicher. Ist der Ball abgelegt wieder. Abschluss geblockt. Versucht er von der Temi, der jetzt wieder den Ball gewinnt. Bakir nimmt sich da defensiv ein bisschen raus. Jetzt ein bisschen platt. Der Dortmunder. Oh, das Kölner Fanblock hier. Die sind intensiv dabei. Ach, Bakir. Passt den Ball da noch an. Friedsam bekommen. Langer Ball. Und das ist der Dreierpack in diesem Finale. Durch Joshua Schwirten, drittes Tor. In diesem Finale. Und jetzt gibt es das dicke Kompliment vom Trainer Ralf Außem. Ich glaube, das war's. So langsam kann in dem Pokal eine 1 und eine FC graviert werden. Friedsam und Schwirten hier. Die Motoren in diesem Finale für den ersten FC Köln. Das ist der Unterschied hier zwischen den beiden Mannschaften. Köln nutzt seine Chancen, der BVB nicht. Wieder Friedsam. Jetzt per Kopf. Was der Ball gelegt. Leon Klusmann. BVB muss weiterspielen, hilft ja nichts. Zu verlieren haben sie jetzt nichts mehr. Kufur. Jetzt der Druck. Aber sie kriegen es nicht zu Ende gespielt. Gut hier und wichtig von Kufur. So Bakir, der wie gesagt hat in diesem Finale kommt nicht wirklich zum Zuge. Kein Faktor. Anders als in den Spielen zuvor. Aber er wirkt auch platt. Er wirkt müde. Wer will es ihm verdenken? Nach zwei intensiven Tagen. Hat auch hohe Spielanteile. Dortmund endlich im Blockwechsel unterwegs. Jetzt die nächste Möglichkeit. Das 4:0. Marvin Obus trifft für den FC Köln. Das macht er richtig gut. Es ist dann doch eine deutliche Demonstration. Es wird der höchste Erfolg für die Kölner. Darauf läuft es zumindest hinaus. 4-0 gewann sie bereits gegen den HSV. 4-0 steht es auch jetzt wieder. Die Kölner hier über das Turnier gesehen. Mit der größten Turniererfahrung. So, gibt es jetzt nochmal den Anschlusstreffer für den BVB? Nein. Bakir kommt nicht richtig zum Abschluss. Wird jetzt auch runtergenommen von der Platte. Fast die ganze Partie auf dem Feld. Für ihn jetzt nochmal Lamin Turay mit Spielanteil im Finale. 1:43. Wie gesagt, bleiben Sie nach dem Endspiel gerne dran. Wir zeigen die Siegerehrung, die Ehrung des besten Torhüters. Das muss Vincent Friedsam werden, alles andere wäre Quatsch. Ich hoffe, ich lehne mich jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster. Das ist nochmal ein schönes Solo. Und das Foulspiel dann an Lamin Turay. Ja, 2 Minuten, korrekt. Hier sehen wir es, der Check an der Bande, stattdessen angehalten. Völlig richtig entschieden. Diese 2 Minuten Strafe der BVB nochmal in Überzahl. Ja, haben wir es gesehen, die Team hier wäre drauf geblieben. Beschwert sich bei seinem Trainer und der sagt, Junge, es steht 4-0 bei 1:22. Aber das ist halt der Ehrgeiz der Jungs und das macht auch so Spaß. Die brennen hier
für den Sport. Wäre schön, wenn das ganz oben auch noch viel öfter so wäre. Die Entwicklung im Profifußball ja nicht wirklich schön. Nochmal gespielt, aber auch die Möglichkeit ungenutzt. Es wäre das erste Spiel der Dortmunder ohne eigenes Tor im Turnierverlauf. Letzte Minute in diesem 48. Spiel des Freeway Cups 2018. Und sein letztes Mal kommt die Halle und verabschiedet beide Mannschaften mit Applaus aus diesem Turnier. Gibt es nochmal den Ehrentreffer? Es gibt eher diplomatische Ballstolperer. 20 Sekunden noch auf der Uhr. Überzahl gar kein Faktor hier gerade beim BVB. Also zum Fahrplan gleich. Wir spielen gleich die Highlights des Finals. Auf jeden Fall dranbleiben, denn dann melden wir uns nochmal live zurück hier aus der Karlsporthalle. Und wie gesagt, bringen die Bilder der Siegerehrung. Das war's, der erste FC Köln gewinnt den Freeway Cup 2018. Herzlichen Glückwunsch ins Rheinland. Und da sehen wir den Jubel in der Halle mit dem Fanblock. Überragende Bilder. Wunderbar. Und jetzt die Glückwünsche. Wie gesagt, wir gehen gleich in die Highlights und dann geht es sofort weiter mit der Siegerehrung, mit allen Teams und dann den besten Bildern vom heutigen Tag. Bis gleich. Laufen Sie nicht sofort weg. Jetzt sofort. Innerhalb der nächsten 2 Minuten gibt es die große Siegerehrung und erweisen Sie den 4 platzierten Mannschaften noch alle Ehre. Und belohnen Sie sie mit einem extra Applaus gleich bei der Siegerehrung. Es geht sofort los.